Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute soll es mal wieder um ein Lightroom-Look gehen. Es ist eine Weile her, dass ich Lightroom-Looks erstellt habe in Tutorials und ich dachte mir, weil es so gut angekommen ist damals, ist es mal wieder an der Zeit. Und heute soll es um den sogenannten Moody Green-Look gehen. Viel Spaß! Ja, ich bin ja natürlich wie jeder von euch wahrscheinlich auf Instagram unterwegs und dort gibt es ja viele bekannte Looks, die sehr, sehr gerne verwendet werden, die auch viel verwendet werden. Und einer davon ist der sogenannte Moody Green Look, der wirklich, ja, wie der Name schon sagt, auf Grüntönen basiert und das Ganze so ein bisschen moodyhaft gestaltet ist. Und ich dachte mir, ich probiere das selber mal aus, habe mir mal so ein paar Bilder rausgesucht, die ich auch mit Menschen fotografiert habe, wo wir natürlich auch im Grün irgendwo waren. Also es macht natürlich auch nur Sinn, wenn man Grüntöne schon von vornherein in diesem Bild mit drin hat. Ich habe hier mal ein paar Bilder rausgesucht. Die sind von 2015, war das, glaube ich. War ich auf Mallorca mit Stefanie Giesinger, habe dort Fotos mit ihr gemacht und da waren wir natürlich auch im Grün unterwegs und ich würde dir jetzt einfach mal anhand eines Beispiels zeigen, wie ich diesen Look entwickeln würde und dann kann ich dir auch zeigen, wie der auf anderen Bildern wirkt. Ja, das ist natürlich so, dass dieser Look von Bild zu Bild immer so ein bisschen angepasst werden muss, weil natürlich jedes Bild andere Belichtungen hat, eine andere Farbigkeit hat und so weiter. Und ich kann dir jetzt hier quasi so eine Anleitung geben, in welche Richtung das Ganze entwickelt werden muss. Aber 100% genau würde ich an deiner Stelle diese Regler, so wie ich sie jetzt einstelle, gar nicht machen, sondern du musst immer auf deinem Bild einfach gucken, wie es am besten passt. Jetzt lass uns mal loslegen mit diesem Bild hier. Also du siehst, wir waren hier im Grün. Wir wollten so ein bisschen Dschungel-Style fotografieren. Ich habe jetzt hier auch mit einer offenen Blende fotografiert, damit ich hier im Vordergrund noch so ein paar Elemente habe, die unscharf sind. Im Hintergrund sind ein paar unscharfe Elemente, also mit einer Blende 3.5. Ich würde mal sagen, lass uns jetzt einfach mal mit dem Look direkt starten. Ich bin jetzt hier in den Grundeinstellungen drin. Hier werde ich als erstes mal den Kontrast ein bisschen nach oben stellen, auf ungefähr plus 30. Ja, und dann die Lichter auf, ja, so minus 60 ungefähr. Die Tiefen, die packe ich mal auf plus 60, damit ich jetzt insgesamt in dem Bild einfach so ein paar mehr Details noch drin habe. Das heißt, ich habe die Schatten ein bisschen aufgehellt, die Lichter ein bisschen abgedunkelt und so kann ich einfach mehr Details sehen. Dann werde ich meine Weißtöne mal noch so ein bisschen abdunkeln auf ungefähr, ja, so minus 25 und die Schwarztöne, die dunkle ich auch mal ab. Die mache ich mal so auf minus 40. Dadurch wird das ganze Bild so ein bisschen dunkler. Es ist jetzt schon sehr, sehr krass gesättigt. Deswegen werde ich jetzt als nächstes hier auch mal die Sättigung so ein bisschen runternehmen. Ich denke mal so minus 20 hier ungefähr. Dafür aber die Dynamik so ein bisschen nach oben. Die stelle ich mal auf plus 10. Und dann haben wir jetzt hier noch Klarheit und Dunst entfernen. Klarheit würde ich jetzt an der Stelle auch mal so auf plus 10 packen. Nicht zu viel, denn wir fotografieren ja hier eine weibliche Person. Und weibliche Personen, bin ich immer persönlich der Meinung, sollte man nicht mit zu viel Klarheit bedienen, weil das natürlich schon sehr rau dann wirkt. Und Frauen, wenn man die fotografiert, die sollen ja eher weiche Haut haben. Von daher bin ich mit der Klarheit immer so ein bisschen vorsichtig, wenn ich Frauenporträts bearbeite. Dunst entfernen können wir natürlich aber auch noch hier mit reinpacken. Das kann hier ruhig plus 30 sein. Ja, hier schön Kontrast noch aufbauen. Wir haben dadurch auch wieder so ein bisschen Farbigkeit ins Bild bekommen, aber das ist okay. Da werden wir uns später noch drum kümmern. Dann gehe ich mal als erstes hier weiter nach unten in die Kalibrierung rein. Denn in dieser Kalibrierung kann ich schon eine ganze Menge an der Farbigkeit des Bildes machen. Ich werde jetzt hier nicht ewig viel machen, aber so ein bisschen zumindest werde ich jetzt hier mal die Farbtöne schon so verändern. Also der Farbton Rot, den stelle ich mal hier auf minus 10. Einfach um hier, ja, so ein bisschen die Farbigkeit gerade von den Hauttönen zu ändern. Dann werde ich als nächstes mal die grünen Farbtöne hier noch ändern. Die stelle ich mal auf plus 25. Ich kann jetzt hier zum einen die Grüntöne eher Richtung Gelb schieben. Ich kann sie aber auch eher so ein bisschen Richtung Blau schieben. Und ich glaube, in dem Fall hier möchte ich das eher so ein bisschen Richtung Blau haben. Also plus 25. Und auch die Sättigung packe ich hier mal auf plus 15. Ja, das passt so ganz gut. Und die Primärwerte Blau, die packe ich mal hier auf minus 10, den Farbton. Und die Sättigung, die stelle ich mal auf plus 20. So, jetzt wirkt sie hier schon so ein bisschen rötlich, aber keine Sorge, das werden wir jetzt in den nächsten Schritten hier gleich wieder verändern. Ich werde jetzt als erstes mal in die Gradationskurve reingehen. Und wahrscheinlich kennst du es von mir schon, ich mache das ja relativ häufig, dass ich mir hier so eine kleine S-Kurve baue. Das heißt, die Schwarzwerte so ein bisschen anheben, die Weißwerte hier so ein bisschen abdunkeln und dann kann ich jetzt hier noch reingehen,
ja, die Schatten so ein bisschen abdunkeln und die hellen Bildbereiche so ein bisschen aufhellen. Und dann kannst du hier sehen, ist das so eine leichte S-Kurve, die wir erstellt haben. Ich denke mal, das ist schon jedem klar, der mich schon so ein bisschen länger verfolgt, dass ich das sehr, sehr gerne mache. Und der nächste Schritt, jetzt kümmern wir uns tatsächlich hier mal um die Farbe, denn wie du siehst, sie ist relativ rot und auch das Grün möchte ich hier noch so ein bisschen anpassen. Deswegen gehe ich jetzt hier als nächstes in die HSL-Tabelle rein. Hier können wir Farbton, Sättigung und Luminanz, also so ja quasi die Helligkeit der Farbwerte anpassen. Wir haben hier insgesamt 8 Farbkanäle, Rot, Orange, Gelb, Grün, Aquamarin, Blau, Lila und Magenta. Und die können wir jetzt jeweils im Farbton, in der Sättigung und auch in der Luminanz verändern. Und ich werde jetzt hier mal anfangen, die Farbtöne erstmal zu verändern. Ich denke mal, die Rottöne hier, die kann man so lassen. Und an dieser Stelle sei auch nochmal kurz gesagt, man kann sich das wie so ein Farbkreis quasi vorstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier Rot im Farbton weiter nach rechts schiebe, dann schiebe ich das weiter Richtung Orange. Und Orange steht hier drunter. Wenn ich Orange weiter nach rechts schiebe, schiebe ich das weiter Richtung Gelb. Gelb steht dann drunter. Andersherum, wenn ich Gelb weiter Richtung links schiebe, dann schiebe ich das weiter Richtung Orange. Orange steht da drüber. Und Orange, wenn ich es weiter nach links schiebe, schiebe ich es weiter Richtung Rot. Also du siehst, es ist quasi ein Farbkreis und ich schiebe immer entweder nach rechts oder nach links jeweils einen Farbton weiter nach oben oder nach unten. Und wenn ich jetzt Rot weiter nach links schiebe, komme ich wieder bei Magenta an. Und andersherum, wenn ich Magenta weiter nach rechts schiebe, komme ich bei Rot an. Also es ist quasi ein Farbkreis, nur so zum reinen Verständnis. Okay, den Farbton Rot, den werde ich jetzt hier gar nicht großartig verändern. Dafür gehe ich jetzt hier mal in das Orange rein und schiebe das mal so ein kleines bisschen weiter Richtung Gelb. Die Gelbtöne werde ich auch ein bisschen weiter verschieben und zwar Richtung Grün. Das hat den einfachen Grund, dass ich jetzt hier relativ viele Gelbwerte in meinem Grün hier mit drin habe, beziehungsweise in diesen grünen Pflanzen. Da ist relativ viel Gelb mit drin und das würde ich gerne so ein bisschen weiter Richtung Grün noch schieben. Und genauso auch hier das Grün auch noch so ein bisschen weiter Richtung Aquamarin. Einfach das Ganze so ein bisschen anpassen hier. Dann gehe ich weiter runter in die Sättigung. Also hier Blau, Lila und Magenta. Aquamarin muss ich hier in dem Fall gar nicht großartig beachten. In meinem Bild habe ich hier keine Blauwerte drin. Und dann gehe ich hier weiter runter in die Sättigung. Da lasse ich das Rot auch wieder erstmal so in Ruhe. Aber das Orange werde ich jetzt hier mal ein bisschen entsättigen, so auf minus 30 ungefähr. Dadurch kriegen wir das hier schon so ein bisschen hin, dass der Hautton wieder ein bisschen besser aussieht. Dann die Gelbwerte, die werde ich relativ weit entsättigen. Ungefähr minus 70. Dadurch siehst du hier auch schon, wie das Grün hier quasi so ein bisschen mit beeinflusst wurde. Also hier die Pflanzen einfach. Das Grün selber werde ich auch auf minus 75 entsättigen. Also du siehst, jetzt kommt dieser Moody Look hier zustande. Das Aquamarin, ja, ich habe eigentlich nicht viel Aquamarin drin, aber ich werde auch mal das hier entsättigen. Minus 80 so ungefähr. Das Blau mal auch noch auf minus 75. Habe ich jetzt hier eigentlich gar nicht großartig viel drin, aber vielleicht hast du ja dann später ein Bild, wo auch viele Blauwerte mit drin sind, dann ist das auch echt gut, wenn man die hier so ein bisschen mit entsättigt. Okay, Lila, Magenta habe ich hier nicht mit drin, kann ich jetzt auch noch entsättigen hier, ja, habe ich aber nicht wirklich drin, deswegen kann man es entsättigen, muss man aber nicht. Dann geht es weiter in die Luminanz, also in die Helligkeiten quasi von diesen Farbkanälen. Und da werde ich auch wieder anfangen, hier das Orange ein bisschen abzudunkeln auf ungefähr minus 15. Wenn ich die Luminanz abdunkel, dann passiert es automatisch auch, dass diese Farben wieder so ein bisschen mehr gesättigt werden. Also wir kontern jetzt quasi so ein bisschen dieses Entsättigte hier oben, indem wir jetzt hier die Luminanz wieder so ein bisschen runterstellen. Es wird dunkler, aber es wird auch wieder so ein bisschen mehr gesättigt. Und auch das Gelb packe ich mal hier auf minus 15. Und das Grün, das will ich mal so ein bisschen heller machen. Das packe ich mal auf plus 10. Sehr schön. Jetzt haben wir schon echt einen tollen Look hier drin, muss ich sagen. Und ich glaube, so ein bisschen Teiltonung können wir noch machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier in die Teiltonung rein und jetzt kann ich hier einmal die Lichter und einmal die Schatten separat voneinander nochmal einfärben. Das bedeutet die hellen Bildbereiche und die dunklen Bildbereiche. Ich kann jetzt hier einmal die Sättigung einstellen und einmal den Farbton. Die Sättigung steht jetzt hier bei 0. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier den Farbton einstelle, dann passiert erstmal gar nichts, weil die Sättigung halt bei 0 ist. Und wenn man etwas völlig ungesättigt färben will, dann passiert halt nichts. Dementsprechend muss ich jetzt hier entweder die Sättigung mal auf 100 stellen. Ich kann aber auch ganz einfach die Optionstaste beziehungsweise am Windows-Rechner die Alt-Taste drücken und dann wird das hier quasi automatisch mal auf Sättigung 100 gestellt, temporär quasi. Und jetzt werde ich mir hier mal ja so einen Farbwert hier raussuchen. Ich denke mal hier so 215, 210, irgendwie sowas in der Richtung. Das heißt hier so ein Blau eher für die Highlights, also für die Lichter. Und dann hier die Sättigung, ja, die stelle ich mal so auf ungefähr 10. Ja, so sieht es doch ganz gut aus. Und dann das Ganze nochmal mit den Schatten. Wieder die Alt-Taste drücken. Und diesmal gehe ich hier eher in so einen grünlichen Ton rein. Grün-bläulich.
also vielleicht 180 so ungefähr. Und dann die Sättigung so ein kleines bisschen einfach reindrehen. Also Sättigung 5, das reicht schon vollkommen aus. Und jetzt haben wir hier schon echt einen tollen Look erstellt. So einen moodyhaften grünen Look. Und als Kontrastfarbe dazu hier die Hauttöne von ihr als Orange so ein bisschen. Das sieht echt richtig schön aus, wie ich finde. Dann gehe ich mal noch in die Effekte rein. Ich werde jetzt hier mal noch so eine kleine Vignette erstellen. Ja, so minus 15 ungefähr. Ich kann jetzt hier auch die Lichter davor nochmal so ein bisschen covern. Das bedeutet, ich dunkle jetzt hier nicht alles ab, sondern wenn ich jetzt hier an der Seite so ein paar Sachen habe, die noch ein bisschen heller sind, dann bleiben die auch heller. Genauso kann ich jetzt hier auch die weiche Kante mal noch so ein bisschen einstellen. Die stelle ich mal so auf 70. Und so haben wir jetzt echt schon einen richtig tollen Look. Ich mache mal ein kurzes Vorher-Nachher. So sah das Bild vorher aus. So sieht es jetzt aus. Also wir haben da echt einen tollen Look erstellt, muss ich sagen. Und ich würde dir jetzt einfach mal zeigen, wie das Ganze auf anderen Bildern noch wirkt. Denn das ist jetzt hier natürlich nur ein Bild. Deswegen drücke ich jetzt hier einfach mal Command C für Kopieren, Steuerung C auf Windows. Ich nehme jetzt mal hier Transformieren und Freistellen raus, damit ich hier dann auch die Bilder, wenn ich sie zugeschnitten habe oder so, nicht dann wieder in der Form verändere. Und jetzt zeige ich dir einfach mal hier ein weiteres Beispielbild. Und jetzt Command V, kopiere ich das Ganze jetzt hier einfach mal rüber. Und wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie das Ganze aussieht, ob wir noch kleine Änderungen machen müssen. Aber ich gehe mal davon aus, zack, das ist der Look. Das sieht doch richtig gut aus. Also da muss man eigentlich so gut wie gar nichts machen. Vorher, nachher, vorher, nachher. Wir haben das ganze Bild jetzt auf wenige Farben hier reduziert und ich muss sagen, mir gefällt es richtig gut. Das ist natürlich jetzt immer Geschmackssache, vielleicht gefällt es dir gar nicht, aber ich zeige dir noch ein weiteres Bild. Hier auch wieder eingefügt. Ja, hier könnte man so ein paar kleine Anpassungen machen. Zum einen würde ich jetzt hier vielleicht so ein kleines bisschen Belichtung anheben und die Lichter vielleicht noch ein bisschen weiter runterstellen. Jetzt müsste man vielleicht ihr Gesicht noch mal ein bisschen aufhellen. Ja, da könnte man jetzt hier so kleine Anpassungen machen. Also ich werde jetzt hier mal zum Beispiel ein bisschen das Gesicht noch aufhellen. Vielleicht so 0,3, dass man hier ein bisschen mehr Zeichnung drin hat in dem Gesicht. Aber so passt es doch eigentlich auch schon echt gut. Vorher, nachher. Ja, da haben wir wieder einen schönen grünen Moody-Look hier drin. Und ein letztes Beispiel. Auch dieses Bild. Zack. Ja, das ist jetzt ein bisschen dunkler hier. Auch hier könnte man jetzt wieder sagen, okay, wir hellen das Ganze jetzt mal so ein bisschen auf. Vielleicht eine halbe Blendenstufe. Vielleicht nehmen wir jetzt hier die Tiefen noch ein bisschen. Beziehungsweise die Schwarzwerte werde ich vielleicht nicht ganz so weit abdunkeln. Aber ungefähr so. Vielleicht hier auch die Farbtemperatur mal auf 5000 Kelvin stellen. Und dann hat man hier einen richtig tollen Look. Also, was ich damit sagen möchte, ist, dieser Look funktioniert eigentlich auf vielen Bildern, wo man schöne Grüntöne hat und so weiter. Aber die Räder muss man halt immer so ein kleines bisschen anpassen von Bild zu Bild. Ich denke mal, das ist dir klar geworden. Ich kann dir jetzt hier quasi nur so, ja, eine kleine Idee geben, eine kleine Anleitung, wie man diesen Look ungefähr bauen kann. Die finalen Schritte musst du natürlich jeweils an deinem eigenen Bild dann noch bearbeiten. Also, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Und wenn du Lightroom lernen möchtest, wenn du noch Anfänger bist, ich habe einen richtig tollen Kurs zusammengestellt, ein Videotraining, wo man Lightroom von A bis Z lernen kann. Da kannst du einfach mal auf meinen Online-Shop gehen und mal gucken und vielleicht hast du Interesse daran, das runterzuladen. Dann kannst du Lightroom einmal komplett kennenlernen. Da sind auch Beispielbilder mit dabei, die du bearbeiten kannst und so weiter und so fort. Kann ich dir nur empfehlen. Ansonsten schau doch auch mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Dort poste ich immer wieder meine neuesten Fotos, die ich so bearbeitet habe. Gerade kommen da viel aus den Färöer Inseln, weil ich da letztens war und das war echt ein toller Trip. Also kann ich dir nur empfehlen, auch dort mal vorbeizuschauen. Und ansonsten ist jetzt genug Werbung und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Mach's gut, ciao.